Guten Morgen, meine sehr geehrten Besucher und Besucherinnen. Heute machen wir eine Guten-Morgen-Gymnastik. Mitgebracht habe ich meine Kollegin Martina Schröder und die Kollegin Schönberg-Ziegler aus der Begegnungsstätte Ratingen-Mitte. Wir beginnen mal. Strecken uns mal zur Decke hin. Ein- und ausatmen, mein Schultergürtel lösen, die Beine mitnehmen, atmen nicht vergessen und nach oben, mal zur rechten, mal zur linken Seite, so wie es Ihnen gerade gefällt. Ein- und ausatmen, nicht die Luft anhalten, Beine bewegen sich, so dass wir unsere Muskulatur schon ein wenig lösen. Und dann strecken wir nochmal die Arme nach oben, weit nach oben zur Decke. Blick ist horizontal und nach oben. Und jetzt gehen wir mal zur Seite und nach vorne und Seite und Wechsel. Nochmal die Arme nach oben strecken. Ja, so ist das gut. Beine. Und jetzt machen wir eine Bewegung mit dem rechten Arm nach hinten. Schulter lösen, Schultergürtel, Brustbein raus, atmen. Und die andere Seite. Und beide Arme. Und ein- und ausatmen. Die Beine nicht vergessen. Wenn Sie können, nehmen Sie die Beine schon mal mit. Aufwärmen. Und nach vorne. Nach vorne gehen. Und ein wenig in die Hocke. So, dass wir schon was für unsere Beinmuskulatur machen. Und nochmal, rechte Seite, linke Seite. Und Atmung. Beine. Mal die Zehen vom Boden abrollen, die Arme nach unten. Und wir schwingen unsere, rotieren unsere Arme um den Körper herum, sodass wir hier in unserem Hüftgelenk locker werden. Jetzt werden wir ein bisschen langsamer. Und Schulter schon locker. Wir nehmen unsere Ellenbogen nach vorne und nach hinten. Und nochmal, Schulter nach hinten ziehen. Ja. Ein- und ausatmen und die Arme nach unten und mal ausschütteln. Wir nehmen unsere Hände und Arme weit nach hinten und ziehen mal nach hinten unsere Arme, so weit wie Ihr Körper das zulässt. Und jetzt drehen wir uns mal zur rechten, linken Seite. Wenn es zu sehr spannt, machen Sie etwas, lösen Sie etwas Ihre Arme. Und nochmal, linke Seite, rechte Seite. Und die Arme locker nach vorne, seitlich. So, jetzt sind wir schon mal obenrum ein bisschen gelockert. Unseren Hüftgürtel haben wir auch gelockert. Und jetzt drehen wir uns mal. Dabei heben wir unsere Füße ab. Atmung.
Und wir schütteln mal unser rechtes Bein aus und unser linkes Bein. Nochmal, rechtes Bein, linkes Bein. Und versuchen mal, nach oben zu kommen. Und wenn sie nur 5 cm vom Boden ist, auch okay. Und absenken. Standbein darf ruhig warm werden. Und wackeln ist erlaubt, weil da regen wir unsere ganze Tiefenmuskulatur an. Nochmal. Noch 4-mal. Sehen Sie, ich wackel auch schon. Und ein letztes Mal nach unten. Mal rechtes, linkes Bein ausschütteln. Und jetzt versuchen wir mal festen Stand und das linke Bein nach oben. Langsam rauf und runter. So stärken wir unsere Beinmuskulatur. Und noch 4-mal. Sie können auch mit den Armen ausgleichen, wenn sie wackelig sind. Und ein letztes Mal und nach unten. Die Beine lockern, Arme nochmal lockern, den ganzen Körper lockern. Jetzt versuchen wir nochmal, unser Knie anzuheben. Ja, gerne, natürlich. Man kann auch einen Stuhl dazu nehmen. Versuchen mal zu kreisen mit dem Fuß und lösen nach unten. Beine ausschütteln. Wir nehmen nochmal das linke Bein. Erstmal wieder festen Stand und nach oben. Ein- und ausatmen. Langsam den Fuß kreisen lassen. Und langsam absenken. Beine ausschütteln, rechten Fuß, linken Fuß. Und wir versuchen mal zu wippen. Rechter Fuß auf die Ferse, linker Fuß nach oben. Auf unsere Atmung achten, ganz wichtig. Ein- und ausatmen nicht vergessen. Noch 3-mal. Zwei. Eins. Und den Fuß wechseln. Ich zeige das mal seitlich, dass Sie das besser sehen. Linke Ferse auf dem Boden, rechten Fuß vor und rück. Noch 3-mal. 2, 1 und stopp. Ich komme wieder zu Ihnen nach vorne. Und jetzt bewegen wir unseren Fuß, den rechten Fuß, lassen wir über dem Boden 2-3 cm kreisen. Bewegen unsere Venenpumpe, die auch gut für unseren Kreislauf ist.
Noch zweimal. Auch gerne mit festhalten und wieder lösen. Unser Standbein ein bisschen ausschütteln und rechte Seite. Und jetzt nehmen wir den linken Fuß leicht nach oben und vor und rück. Schienbein, Wadenmuskulatur wird bewegt, die Venenpumpe angeregt. Ein- und ausatmen. Und nach unten. Wir machen unsere Beine hüftbreit, stehen locker und bewegen unsere Arme nochmal nach oben. Und ausatmen nach unten. Nach oben. Und ausatmen nach unten. Nochmal nach oben. Ausatmen nach unten. Und jetzt bleiben wir unten. Ziehen mal unseren Rücken gerade, die Arme nach vorne und kommen langsam aus dem Stand nach oben. Arme wieder absenken, nochmal nach unten, Arme stricken, ein- und ausatmen, nach oben, langsam die Arme wieder nach unten und dann letztes Mal. Nach oben kommen und die Arme nach unten. Jetzt schütteln wir uns mal komplett aus. Ja, das war's. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Viel Spaß mit unserer beim Nachmachen mit unserer Guten-Morgen-Gymnastik. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.